So, hallo, willkommen zurück. Wir sind hier an den Toren des letzten Dungeons. Meine Magieanzeige ist wieder voll. Mein Leben auch fast. Ich hab 2 Feen dabei. Und das müsste eigentlich reichen. Also, gehen wir mal los. Wusch, 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 wusch. Wusch, wusch. Wusch, wusch, wusch. Jetzt wusch, wusch, wusch. Oh, oh, ich hab den Berg kaputt gemacht. Ich mach den Berg kaputt. Nein, scheiße. Ich hab den Berg kaputt gemacht. Ding, 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 ding. Ich würde mal sagen, da ist eine Tür aufgegangen, oder? Und was machen wir mit Türen? Nein, nicht wegbomben. Diesmal nicht. Diesmal gehen wir durch. Retten wir mal die... Oh. Ein Zauberelixier. Nee. Ich hab Feen dabei. Reicht das auch? Ach du je. Was muss ich denn hier? Ja, das ist mal ein Fragezeichen. Ups. Ja. Nee, so komme ich da nicht weiter. Zauberelixier. Nein. Vielleicht mal mit dem Medaillon versuchen, dass das mir was bringt. Bringt das was? Nein. Bringt mir dieses Ding hier etwas? Nein. Doch. Okay. Aha, also mit dem Ding hier kann ich Seilbahn fahren. Gut, alles klar. Uiuiui. Uiuiuiuiuiuiui. Ich merke schon, der Dungeon wird nicht leicht. Gut. Wen wundert's? Mich nicht. Oh, die erste Kiste. Der Kompass. Fängt ja schon mal gut an. Kaum 3 Minuten hier drin, schon habe ich einen Kompass. Oh. Fuck, wie geht's jetzt? Ja, hallo. Och, das ist doch Leute verarscht. Ja, ich weiß, ich werde hier zu oft verarscht. Ja, supi. Boah, wie Arschloch, oder? Scheiße, warte mal. Ich hab doch jetzt dieses scheiß Feuerschild. Oh, super. Klasse, klasse, der Dungeon fängt wirklich geil an, ganz ehrlich. Scheiße, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Fuck. Fuck. Scheiße. Verdammt. Also es ist ja klar, dass hier irgendwie ein Schalter oder sowas sein muss. So, hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier... Wie mache ich das jetzt, das Verdammte?
Ja, gleich bin ich ganz tot. Ich weiß, ich lasse mich ganz sterben und fange nochmal von vorne an. Gehe ich mir eben gleich wieder eine Fee holen. Ach du Scheiße, Hilfe. Das ist ja jetzt richtig schön. Scheiße schwer. Aber gut, das ist der letzte Dungeon. Was erwarte ich, dass das kein Kindergeburtstag wird? Das war euch klar, das ist mir klar und... Ja, alles andere ist halt... dass der halt richtig hart wird. Ganz klar, ich meine, hier ist immerhin die Zelda drin, ne? Wow, 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 wow. Supi, klasse. Also hier drin ist echt geil Achterbahn, so wie das aussieht. Gehen wir mal nach oben. Mal hier hin. Spring über meine Klinge. Ja. Ich bleib hier mal wieder in der Tür stehen, wenn mir hier wieder der Boden entgegenkommt, das ist das Beste, was ich machen kann. Bleib ich im Türrahmen stehen, da bin ich sicher. Ja, ne? Zwischendurch habe ich leichte Springer im Emmo drin. Aber die dürften halb so wild sein. So, jetzt ist die Tür mal auf. Und schon geht die Türe. Hallo, Fee. Komm, ich nehme dich mit. Du wirst jetzt von mir geflasht. Ja, du bist geflasht. Aha, ich bin ein ganz gemeiner Feenflascher. Kann ich euch wieder in den Zungen ziehen? Nein? Konnte ich doch im Ice Dungeon, konnte ich das doch. Nee, gut. Okay, hier ist der Eingang. Vierstöckig. Geht. Also was die Stockwerke angeht, hatten wir schon mehr. Was die Ahnung angeht, haben wir immer noch genauso viel wie am Anfang. Oder zumindest gesagt, ich. Wupp. Dedo. Falsch gesetzt, Scheiße. Jetzt aber. Lalalela. Haben wir einen Schlüssel? Nein, wir haben keinen Schlüssel. Also müssen wir weiterfahren. Bist du ein Schlüssel? Nein, kein Schlüssel. Scheiße. Einen Schlüssel, bitte! Danke. Ups. Ja, jetzt kann ich wieder hier raus. Puh. Mal hier runter. Und jetzt... Oh. Okay, ich muss rechtzeitig drücken. Bisschen wie Aufzug fahren hier. Ja, das ist der Weg hier unten, ne? Ja, hier habe ich einen Kompass bekommen und bin mehrmals gestorben. Wie ich hier rauskomme, weiß ich noch nicht. Ich werde es jetzt auch nur mal wissen. Scheiße, ich habe ja eine Fee mitgenommen, oder? Ja, scheiße, das heißt, ich werde jetzt hier wiederbelebt. Ich habe doch dieses scheiß Feuerschild.
Warum bringt mir das nichts? Stehe ich vielleicht einfach nur falsch?